Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde des Wunderkesselforums. Ich bin Kai und begrüße euch hier in der Wunderkesselküche zu einem weiteren One-Pot-Gericht, das ich hier für euch testen werde. Und zwar machen wir heute Zitronenlachs mit Gemüse und ein leckeres Süßchen dazu, so ein bisschen mit Senf und Honig. Lasst euch überraschen, das ist mit Sicherheit schnell erledigt, denn wie wir wissen, im Thermomix geht das normalerweise relativ flott. Und da das alles in einem Pot läuft, noch zweimal so schnell. Als erstes brauchen wir 200 Gramm Blumenkohl. Den haben wir schon hier so in Röschen vorbereitet. Und die legen wir hier in den Varoma. Und 200 Gramm Zucchini. Die haben wir der Länge nach halbiert und dann in Scheiben geschnitten. Die kommen hier unten in den Varoma rein. Oben in den Einlegeboden, da kommen zwei Lachsfilets rein. A 125 Gramm. Das ist jetzt frischer Lachs. Den salzen wir ein bisschen und pfeffern. Und auf den Lachs obendrauf kommen die Scheiben einer Zitrone. Das gibt nachher dem Lachs ein sehr feines Zitronenaroma. Den Rest vom Gemüse drapieren wir jetzt hier einfach um den Lachs herum. Und immer darauf achten, dass die entsprechenden Schlitze alle frei sind und damit ist unser Varoma erstmal befüllt. Als nächstes nehmen wir unseren Gareinsatz. Da kommen 180 Gramm Langkornreis rein, parboiled. Ja. Dann einen Esslöffel von unserem Suppengrundstock. Ihr könnt natürlich auch Gemüsebrühe nehmen. Das machen wir einfach oben drauf und lassen dann 1200 Milliliter Wasser einfach von hier oben über den Reis laufen. Es sollte lauwarmes Wasser sein, dann löst sich auch unser Suppengrundstock so ein bisschen auf. Sollte da jetzt noch zu viel in Stücken sein, kann man einfach mal kurz mit dem Deckel hier oben drauf auf hohe Geschwindigkeit drehen, da wird der Reis so ein bisschen gewaschen. Der Varoma wird auf den Kessel gesetzt, Deckel oben drauf. Dann 28 Minuten auf Varoma Stufe 1 garen und das war's fast schon. Ja, bis auf die Soße. Aber wie die geht, sage ich euch in etwas mehr als 28 Minuten. 28 Minuten sind vorbei und unser Lachs und unser Gemüse sind wunderschön gedämpft. Wir müssen es aber jetzt noch warm stellen und zwar mache ich das immer so, dass ich den Varoma in den Backofen stelle so lange und den Reis ebenfalls, denn wir brauchen ja noch unsere Soße. Für unser Süßchen brauchen wir 200 Milliliter von der Garflüssigkeit. Die fangen wir mal hier auf und den Rest können wir unterrühren, in den Ausguss gießen. Also 200 Milliliter Garflüssigkeit. Dann haben wir Sauerrahm. Das sind 200 Gramm. Die kommen hier ebenfalls dazu. Ein kompletter Bund Schnittlauch. Den habe ich schön in Röllchen geschnippelt. 2 Teelöffel mittelscharfer Senf. Wie man Senf selber macht, das erkläre ich euch auch mal in einer der kommenden Folgen. Das ist nämlich wirklich gar nicht schwer und sehr, sehr delikat. Dann einen Esslöffel Honig, einen gehäuften Esslöffel Speisenstärke. Ich habe jetzt Reismehl statt Speisenstärke. Das kommt aber nahezu aufs Gleiche raus. Etwas Salz. Eine Prise Pfeffer und damit das 5 Sekunden auf Stufe 10 miteinander vermengt und zerkleinert, und dann nochmal 5 Minuten auf Stufe 2 bei 100 Grad gekocht. Ich habe hier schon mal Gemüse und Lachs angerichtet. Der Lachs sieht wirklich ganz fantastisch aus.
Reis ist wie immer zu viel. Also bei jedem Rezept ist der Reis zu viel. Ich mache da jetzt mal schön Süßchen drauf. Die sieht gut aus. Bisschen grün die Soße. Mache ich jetzt aber mal hauptsächlich hier so über den Reis. Bisschen aufs Gemüse. Und so ein kleiner Spiegel. Und dann noch ein bisschen. Ich liebe Soßen. Schauen wir mal, wie es schmeckt. Also ich mache ja oft Fisch im Thermomix oben im Varoma. Und auch bei diesem hier, das ist wirklich absolut auf den Punkt. Nicht trocken, der ist butterzart, der ist genau durch. Schmeckt total klasse. Auch klar mit den Zitronen oben drauf. Man ist übrigens auch nicht unbedingt auf Lachs limitiert. Also man kann da durchaus auch Seelachs holen oder Kabeljau. Ja, das geht auch. Also erinnert sich auch nicht viel an der Zeit. Das bleibt ja so. Die Größe ist ja die gleiche, aber es schmeckt wirklich absolut fantastisch. Gemüse klar und sowieso. Aber die Soße, diese Schnittlauch, Honigsoße mit dem Senf drin, das ist total lecker. Also das passt wirklich perfekt hier zu unserem Lachs. Ein super Essen, ja. Aus der Kategorie Kinder, es ist Freitag, heute gibt es Fisch. Lohnt sich, macht das mal nach. Man isst ja generell sowieso zu wenig Fisch, aber ab und zu sollte man sich das wirklich mal gönnen. Ich wünsche euch einen guten Appetit und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.